Ja, Reichsstraße oder Feld? Feld. Südlich von Neuost-Werheim, zwischen Binsbückel Neu und Neuost-Werheim durch und dann einen Bogen nach Norden in das Wäldchen schlagen. Ja, so könnt ihr dann einen kleinen Bogen um die Ruinen schlagen, in einigem Abstand, falls dort irgendwelche Speer sitzen, lauern, vielleicht Waldlöwen, wenn das noch befriedetes Gebiet ist, oder aber Schlimmeres. Und so könnt ihr dann von der Gernert aus grob, würde ich schätzen, 4 Meilen gehen, die sich dann doch länger hinziehen, als das eigentlich geplant wäre. Euch ist nicht wirklich. Also vor allem Ardo, du hast diese Strecke schon das ein oder andere Mal getan und normalerweise geht das schneller, aber hier unter den matschigen Feldern, die unter euch nachgeben und widerliches Geräusch gibt, so als ob irgendwas unter dem Feld sitzen würde. Vielleicht wie ein riesiges starrendes Auge, was euch von unten aus beobachtet. Aber als ihr dann auf die kleine Seitenstraße trefft, die dann hier mit der Reichsstraße verbunden ist, könnt ihr so sehen wie. Ja, ihr sitzt gerade noch in den schwarzen Halmen. Ihr könnt links die Ruinen sehen und auf der rechten Seite der Entfernung dann das Schloss Binsböckel erahnen. Würfel mir mal eine Sinnesschärfe auf Sicht. Wenn man da eine Talentspezialisierung hat oder eben auch einen herausragenden Sinn, dann kann das natürlich auch gerne angesagt werden. Aber du siehst es als erstes. Du kannst erkennen, wie wohl von Süden aus eine einzelne Person auf euch zukommt. Das können die anderen auch erkennen, allerdings kann Travigor wohl noch etwas mehr erkennen. Freunde, seht ihr diese Person da? Runter. Absetzen. Eine einzelne? Es scheint nur eine zu sein. Erkennt ihr Macht das? er hier alleine um die Uhrzeit? Lasst mich mal kurz stehen bleiben. Symbole der Parainer. Herrgott, geht runter. Selbstverständlich, selbstverständlich, aber ich denke, vielleicht will sie uns, vielleicht ist das tatsächlich eine Perreine-Akolytin oder sowas in der Art. Ich gehe ein Die Stück nachts runter. hier alleine rumläuft, ist sie verrückt. Ich halte ihn mal im Gürtel fest und ziehe ihn so ein bisschen in die Hocke. Eine Maske, seht ihr das? Diese, ihr kennt das doch, diese Brüchenmaske. Ein Eine Grund mehr, Maske. ihr nicht unbedingt zu begegnen. So eine wie Gegengeruch, oder? Genau, dann kann sie doch eine böse Dame sein, oder? Wenn sie sich schützt vor dem, was hier passiert. Was soll die schon gegen uns ausrichten? Müssen Und ihr wenn helfen oder? die sich Uns traut, hier kämpfen. alleine nachts rumzurennen, dann können wir nicht sicher sein, ob sie einfach eine einfache Dame ist. Also bitte bleibt unten. Gut, dann gebt mir noch mal bitte eine Sich-Verstecken-Probe, wenn ihr dort sitzen wollt. Mit den schwarzen Halmen ist sie erleichtert um 4 Punkte. Während ihr betrachtet, sie kommt näher und näher und ihr könnt tatsächlich das Ich auch habe da einen erkennen. Nachteil, auf den ich gerne würfeln würde, nämlich Arroganz, ob ich mich tatsächlich vor einer einzelnen Person in irgendwelchen Büschen verstecken würde. So gerne tun. Was eine Probe. Also du musst nicht heraustreten, aber wenn du halt heraustreten möchtest, kannst du das Nee, trotzdem wenn die tun, das jetzt aber gerade vorschlagen, halte ich mich vielleicht da haben so sie ja zurück. doch recht. Zumindest Ja. ihr überlegt noch, sitzt da, wie gesagt, in den schwarzen Halm. Ich gucke Oh, gerade guck mal mal. nach. Sogar sich verstecken geklappt. Herr Corian kniet sich so ein bisschen ab. Ist nicht ganz bequem, so wie du da sitzt und hockst und deine Kniescheiben tun dir ein bisschen weh durch den Druck der Rüstung. Ist ein bisschen nicht gewöhnt, als Korakulu dich zu verstecken vor einer einzelnen. Wow. Darf ich mal auf meinen Gefahreninstinkt würfeln? Du darfst Gefahreninstinkt würfeln, ja, wenn du den, Darf ich auch? wenn ihr das habt, selbstverständlich. Ihr dürft natürlich auch einen Schicksalspunkt benutzen, weil ihr Helden seid. Ihr dürft also entweder alle 3 Würfel oder ein Würfel nehmen. 2 Würfel nicht, aber. Wer braucht schon Schicksalspunkt bei einer 288? Viele Schicksalspunkte haben Ja, wir denn? nach dem Er hat Motto, einen. ich krieg sowieso nicht hin, mich hier ordentlich zu verstecken, stehe ich dann einfach wieder auf, um einen besseren Blick auf diese Frau oder Person zu haben. Ja, trittst du dann noch draus oder bleibst du im Feld hocken? Bleib einfach nur stehen. Es macht wahrscheinlich nicht viel Unterschied, weil mit der Rüstung kann man sich sowieso nicht richtig hinhocken, aber ich schaue dann einfach in Richtung der Person.
muss gerade sehen, du hast die Erleichterung hast du gar nicht eingetragen bei deinem versteckten Wert. Also du würdest tatsächlich versteckt bleiben. Das ist nicht weil Dunkelheit oder was? Nee, nicht wegen der Dunkelheit, sondern wegen der Erleichterung von 4 Punkten, die nicht eingetragen worden sind. Also es reicht. Also deine Knie tun dir trotzdem weh, aber du könntest eben abgehockt da bleiben. Wie gesagt, die Person kommt näher und ihr könnt das verifizieren, mal sanft nach unten. Was Travigor eben schon sagte. Sie ist weiblich, könnt ihr sehen an den Rundungen. Ist nicht gerüstet, einfach nur eine Robe in einer Farbe, die ihr nicht ersehen könnt. Aber die Symbole an der Kleidung drücken genau das aus, was Travigor aus der Entfernung schon sehen konnte. Sie verfügt über eine Schnabelmaske oder auch Pestdoktorenmaske, in der dann sicherlich einige Kräuter sind. Ado, du weißt, dass von dieser einzelnen Person ein unglaubliches Gefahrenpotenzial droht. Du kannst es nicht genau zuordnen. Wir sollten es zurück. Ja, also Alf irrt so ein bisschen rum und guckt sich nach einem Versteck um, aber findet nichts, murmelt so ein bisschen, ach, hier könnte es gut sein, aber vielleicht auch ein bisschen zu laut dann. Ich packe ihn mal so ein bisschen am Gürtel, am Kragen ziehe nach unten und drücke ihn so zwischen ein paar Halme. Leise sein, unten bleiben. Ja, sie kommt näher, wird größer und größer und wirft wohl nicht nur einen Schatten, das könnt ihr dann erkennen, sondern 4 Schatten, die sie wirft. Vielleicht hat das mit dem merkwürdigen Licht zu tun, aber als sie dann an euch vorbeizieht und auch gar nicht auf euch achtet, wie ihr da in dem schwarzen Halm sieht, sitzt sie, hustet wohl unter der Maske wieder und wieder und wieder und wieder. Sehr ungesund. Immer langsam das Schwert aus der Scheide, während ich mich dann zurückdrehe und zu Ado sage, der schwarze Schnitter schätzt es nicht, wenn man sich vor seinen Feinden versteckt. Der schwarze Schnitter schätzt es auch nicht, wenn man sich sinnlos in den Tod wirft. Es hieß, wir sollten nicht auffallen, also bleibt gefälligst da, wo ihr seid. Ich denke, in der Tat war es eine gute Idee. Ich würde erst sanft widersprechen, aber rückwirkend gesehen, ja, es war eine gute Idee. Lass sie ziehen, wir haben andere Missionen. Was ist das? Will ich gar nicht so genau wissen. Reine Gewalt, die Kranz. Mysteriös. Ja, war es eine reine Gewalt? Zumindest lief sie in den Ordensgewändern herum, aber ihr konntet keinen einzigen Fetzen Haut sehen. Ja. Ist zumindest dann weiter nach Norden gezogen und ihr könnt dann wohl im Schutze der Farbenfinsternis auch hinüberhuschen. Oder sie erneut stellen. Auf gar keinen Fall. Ja, wenn wir dann über diese Straße rüberhuschen, ich habe immer noch mein Schwert in der Hand, bleibe ich mal kurz da stehen und ihr hinterher schauen. Ja, vielleicht sollte man doch mal erkunden. Wenn er vor mir stehen bleibt, schiebe ich ihn jetzt nach vorne. Geh! Und dann stolper ich in der anderen Straßenseite wieder ins Feld rein. Ja, ihr könnt bereits vor euch erkennen, es sind nur noch 3 Meilen. Ein bisschen hügelig ist es wohl geworden, aber vor allem Ado, du weißt ja noch, dass dort dann ein kleiner Wald liegen muss. Es ist nicht viel, wirklich zum Jagen ist es auch nicht geeignet, aber der neu-ostwehrheimliche Wald, der vor euch dann sein müsste. Eine kleine Baumgruppe, die da liegen sollte. Und während ihr dann durch das Getreide hinüber stolpert, wieder mit diesem schmatzenden Geräusch und dem Gefühl, dass ihr von unten beobachtet werdet, dass irgendwas in der kranken Erde sitzt, könnt ihr an den Waldrand herankommen. Die Sonne scheint noch über euch in einem ungesunden, kranken Hell. Ist es einfach nicht gelb, ist es einfach nur ein Licht beleuchtet, sondern schwarz dann die Szenerie, aber dieses Praios-Mal wird wohl auch demnächst untergehen. Also das, was Ado schon sagte, dass ihr sicherlich dann am nächsten Tage ankommen könntet noch ein paar Meilen machen, aber dann solltet ihr sicherlich irgendwo in den Hügeln oder im Getreide stehen. Aber was ihr dann auf alle Fälle erkennt, ist, dass es hier wohl Aufwerfung gibt und das Getreide ist dann nicht mehr krank und wächst dann hier, sondern wurde tatsächlich umgewühlt, liegt am Boden. Ist das irgendwas, was mir bekannt vorkommt? Ackerbau.
Dürft ihr natürlich alle würfeln, wenn ihr habt. Alternativ Spuren lesen plus 7. Was hat denn Alpharan für Magiekunde-Spezialisierung? Verfügst du über nekromantisches Wissen? Nee, ich habe gerade geschaut, der hat noch Spezialisierung Niobara, aber sonst nichts. Okay, das hilft nicht. Sagt mein Gefahreninstinkt was? Ah, auch Gefahreninstinkt. Hast du neu gewürfelt? Was? Gefahreninstinkt. Müsstest du noch neu würfeln. Achso, ja klar. Diesmal hat es auch bei mir funktioniert. Ja. Schade, dass bei unserem Travia-Geweihten oder dem Ordenskrieger das nicht hilft. Ah. Ich bin auch nicht besonders gewandt im Ackerbau. Schade, wird Zeit. Ihr wisst nicht genau, was es ist, aber irgendwas sitzt wohl in dem Wald und hat hier vor geraumer Zeit mit vielen Füßen dafür gesorgt, dass das... dass nicht mal mehr die schwarzen Maden das aufrechterhalten können. Ich schau mal Corian an, ob er mein schlechtes Gefühl erwidert. Ich schau zurück. Ich nicke dir zu. Nicke zurück. Nicke auch mal sicherheitshalber. Ich denke, wir sollten diesen Wald meiden. Das Schwert habe ich immer noch in der Hand. So, als ob ein großes Wesen hier... sich hingesetzt hätte, ohne dass es Angst vor diesen Korn gehabt hätte. Unheimlich. Ich folge euch, ihr habt bisher gute Arbeit geleistet. Wir woanders hingehen sollten? Wir könnten überlegen, ob wir... Also bis... dem vermuteten Punkt, wo Albuin hieß er, nicht wahr? Albuin. Lagert wären es noch einige Meilen. Wir würden in der Dunkelheit marschieren, wenn wir es versuchen würden, heute zu erreichen. Allerdings, dieser Wald sieht mir sehr ungesund aus. Ja, die Dunkelheit ist, glaube ich, nicht gefährlicher als alles andere hier. Weil es wahrscheinlich bald das Wetter vielleicht umschlagen könnte, befürchte ich. Naja, aber bis dorthin gibt es keine Wälder mehr, soweit ich mich jedenfalls erinnern kann. Seid ihr den Kampf im Dunkeln gewohnt? Im Dunkeln scheue ich ihn eher, aber... Naja, wenn wir Glück haben und wie die Offiziere, die Soldaten dort gesagt haben, hat er ja ein Reich des Lichts oder etwas ausgerufen. Also wenn wir Glück haben, ist sein Einfluss weiter als nur die Stadtgrenzen. Oder Ortsgrenzen. Ich würde sanft bevorzugen, dass wir irgendwo Rast machen und schlafen, aber meine Meinung ist genauso viel wert wie die eines jeden Einzelnen von uns. Das können wir schon machen, allerdings nicht hier. Das freie Feld würde ich auch eher meinen. Ich bin immer dafür, dass wir eine Höhle finden. Irgendwas Höhlenartiges, irgendwas, wo wir uns nicht direkt auf der freien Fläche befinden. Wir sind hier im Flachland, eine Höhle könnte schwierig werden, aber... probieren kann man's. Naja, ein umgestürzter Baum würde ja schon helfen. Irgendwas. Erdhügel, was weiß ich. Aber stimmen wir darin überein, dass wir lieber versuchen sollten, diesen Wald hinter uns zu lassen und mehr in Richtung des Ketzers oder wie auch immer er heißt? Dürft mal eine Sinnschärfe machen, dieses Mal auf Hören. Ihr bekommt das tatsächlich alle wohl mit, aber auch hier ist Travigor wieder der Erste, der euch warnend anhält, einmal leise zu sein. Du kannst kurz die Hand heben und du hörst das Knacken, was wohl näher und näher kommt. Äste, die da wohl brechen. Seht ihr das? Wollten uns verstecken. Ihr könnt sehen, jetzt gerade wie ihr da im Feld steht, sitzt diese Spur, noch begutachtet, die wohl aus dem Wald herausführen oder in ihn hinein, wie ein kleines Kind mit abgerissenen Kleidung dort aus dem Wald hinauskommt und hat wohl eine große Zahnlücke, ziemlich dreckig, schaut euch an, winkt. Ah, da seid ihr ja, kommt mit, hier ist es sicher. Und dann, ohne zu warten, wieder zurück in den Wald rennt. Ich glaub ihm kein Wort. Bitte, das ist doch ein Scherz.
Wir sollten ihr hinterher, oder? Meint ihr nicht? Nein, auch? Nein. Wir lassen sein Kind hier alleine rumrennen. Eben. In diesen Zeiten. Was heißt hier eben? Deswegen sollten wir uns um sie kümmern, oder? Auf gar keinen Fall. Was sagt mir denn mein Gefahreninstinkt? Als das Kind gerade aus dem Wald hinausbrach, hat es dir ziemlich ziehendes Gefühl in deiner Magengrube gegeben. Euch ist klar, wo wir uns befinden. Und ihr wollt einem kleinen, unschuldigen Kind mitten in der Wildnis in einen dunklen Wald hinterherlaufen? Ich halte euch nicht auf, ich werde euch aber auch nicht. Ich kenne Geschichten, die so beginnen, und sie enden meistens nicht so gut. Ich schließe mich der Mehrheit an, aber fällt mir schwer. Bitte, ich bin gespannt zu sehen, was passiert. Ja, ihr wollt, dass ich dem Kind hinterherlaufe? Nein. Los, jetzt weiter. Ihr könnt hier nicht jeden retten, da müsst ihr euch einfach mit abfinden. Ich glaube nicht, dass dieses Wesen dort gerettet werden muss. Seht ihr, und schon ist es gut, dass ich mit euch reise. Ich wäre jetzt dem Kind tatsächlich hinterhergelaufen. Ja. Gute Arbeit. Dann auf geht's. Ja, Travigor, vor allem vermisst du deinen Bannerträger und das Schild, was sagen, eben wenn du das Schild dabei gehabt hättest. Ja, so könnt ihr euch weiter in die Hügellande schlagen. Irgendwo im Süden von euch müsste jetzt auch die Dergel fließen, zumindest weiß Ardo das, und das Land wird wohl etwas hügeliger. Mal fehlen dann auch Getreidehalme, sodass die Felder dann unbestellt sind, und vor euch könnt ihr dann in einiger Entfernung der Reichsstraße sehen, wie dort wohl ein großes rotes Zeichen auf dem matschigen Boden eingetragen ist, allerdings in einiger Entfernung. Ihr müsst also entweder dran vorbeigehen in großer Entfernung, oder ihr könntet das auch noch einmal betrachten. Dann steht ihr allerdings sehr offen auf diesem Feld. Die Sonne ist weiter untergegangen und ihr habt nur noch vielleicht eine Stunde, um ein richtiges Lager zu suchen. Danach würdet ihr überrascht werden. Sind schon angefangen zu hageln? Von Hagel keine Spur, auch wenn der Himmel dunkel ist, aber da seid ihr wohl getäuscht worden von eurer Wettervorhersage. Kann man erkennen, was für ein Zeichen das ist? Von der Entfernung nicht. Irgendwas Rotes, was da wohl in den Matsch geschrieben worden ist. Ich kneife immer meine Augen zusammen, lasse mir Zeit und wirke ein Adlerauge. Dann bekommst du wie viele Sternchen auf die Sinnschärfe dazu? Ich glaube ZFW-Sternchen. Du bist Hexer, dementsprechend, was hast du für Auswirkungen? Du musst es sehen. Okay, was musst du machen? Ich muss... Musst du nicht? Konzentrieren? Nö, konzentrieren. Geste? Bitte? Hast du eine Geste? Nö. Also, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Das ist ein ZFP-Stern. Okay, ja, dann reibe ich mir quasi ein bisschen über die Augen. Und schau dann mal genauer hin. Mhm. Ja, dann sind es zwei Punkte, weil du kein Gildenmagier bist. Also 7 habe ich über. Das geht dann auf meine Sinnesschärfe. Du kannst einfach mal die Sinnesschärfe würfeln, das ist wie gesagt Sinnsicht. Jo. Hab ich schon wieder vergessen einzutragen, aber... Los. Sind wir bei 17. 17? Mhm. Brichst du oder schreibst du Zayat? Oh, gute Frage, Sekunde. Das sind auf alle Fälle dämonisch rot aufleuchtende Glyphen in Blut. Hm. Ich kann Attack anbieten. Ja. Einfach rot glühende Blutruhen im Feld. Ich denke, wir sollten uns von dort fernhalten. Was? Wieso? Was ist da? Ich kneife nochmal die Augen zusammen. Irgendwelche Schriftzeichen auf dem Boden. Sie glühen rot. Ich kann sie nicht lesen. Schriftzeichen? Ich versuche die mal so ein bisschen zu beschreiben und male sie mal in den Dreck rein. Vielleicht kann der Magier ja damit was anfangen. Also Alf kann natürlich Sayat.
Ja, dann gib mir mal eine Mahn- und Seinenprobe. Ich glaube, ich frage, ob du erkennst, dass es Zayat ist, wenn er damit fertig ist. Ja, also dein Sinn ist gut, aber dann, dass du die jetzt so nachmachst, ja, ist natürlich brutal schwer. Also, Ado, das, was du da hinter seinem Alpharan, du weißt, also er hat dir zwar gesagt, dass es dämonisch aussieht, aber du kannst es einfach nicht identifizieren. Gar keine Chance. Das ist mir nicht bekannt. Könnte irgendwas sein. Nun, es ist mit Blut gezeichnet, sagt ihr? Es klingt nicht nach einer Einladung. Blutrot. Ich denke, wir sollten das großzügig umgehen. Wie könnt ihr das von hier aus sehen? Ich stell mich mal hinter dich, so auf die Zehenspitzen, kneif die Augen zusammen. Ich hab ziemlich gute Augen. Liegt in der Familie. Gut, also nicht da lang. Ja, so könnt ihr das Zeichen auch wieder großspurig umgehen. Auch hier müsstet ihr dann vielleicht ein bisschen weiter nach Süden abbiegen, weiter heran die Derge und nach wieder einer Stunde ist es dann zu finster, als dass man dann noch die Löcher vor sich im Boden erkennen könnte, sodass ihr immer wieder in Stolpern verfallt, von einem richtigen Platz zum Lagern keine Spur. Es gibt hier kein Gewässer, kein wirklichen Schutzort, keine Höhle, die ihr sehen könntet, keine Wälder. Ihr seid einfach auf offener Fläche. Nun, was meint ihr? Das Gute ist, dass wir jeden Kampf entgehen konnten bisher. Allerdings denke ich, es wird Zeit rasten. Könnt natürlich noch weiterlaufen, aber für die Allgemeinheit denke ich, es wäre besser. Dann schlagt bitte einen Ort vor. Wohin breitet die Arme aus? Ich sehe keinen. Ich kenne mich hier nicht aus, das ist seine Aufgabe, ich deute auf Ado. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir großartig Unterschlupf finden werden vor Albuins Dorf. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir trotzdem vorher rasten, also wäre es sinnvoll, jetzt einen Unterschlupf zu finden. Wenn wir keinen großen finden, müssen wir uns einen schaffen. Dann schauen wir uns mal um. Was haben wir von dieser Rast? Falls wir tatsächlich noch kämpfen müssen und die ganze Nacht durchgelaufen sind, in einem Gebiet, in dem wir uns nicht auskennen, glaubt ihr wirklich, dass wir dann kampffähig sind? So weit ist es nicht. Vielleicht noch 3 Stunden etwa? Im Dunkeln, in einer Gegend, die keine Farben mehr zulässt und die nur so von dämonischen Umtrieben wimmelt. Er haltet es also für sicherer, auf offenem Felde irgendwo. Ich sagte gerade, wir müssen uns etwas schaffen und nicht irgendwie auf offenem Felde einfach herumzuliegen oder zu stehen. Habt ihr denn weitergehen und wenn uns etwas Gutes auffällt, können wir dort rasten. Hat jemand denn eine Möglichkeit, Licht zu schaffen? Ja. Ich kann mal ein bisschen im Rucksack. Es wäre doch dumm, Licht zu schaffen, damit jeder, der von weitem schon sehen kann, wo wir sind. Guter Einwand. Das sagte ich gerade schon. Gut, dass wir das festgestellt haben. Sehr gut, vortrefflich. Kopfschütteln. Wir reisen also im Dunkeln weiter. Also ich zur Not kann ich ganz helles Licht machen oder auch meine Fackel benutzen. Ja, dann würde ich mal, während wir uns jetzt langsam weiter bewegen, Ausschau halten, ob ich irgendwas finde, irgendeinen Unterschlupf, wo man wenigstens ein bisschen Rast machen kann, ein bisschen Deckung hat. Ich muss nur irgendwo die Hügel liegen, aber das sind keine Berge, da gibt es keine richtigen Höhlen, das sind einfach nur seichte Hügel. Wildnisleben. Allein die Hügel würden ja schon reichen. Also zwischen 2 Hügeln oder so, es würde ja schon reichen. Zumindest oder ein einfach Stunden. Ein etwas dichteres Gebüsch. Darf ich ihn unterstützen oder auch würfeln? Einer von euch darf jetzt eine Probe würfeln. Würfel nicht, ich habe keine Ahnung. In Naturgrotten schlecht. Oh. Yes. Probe liegt, dann führt euch Ado. Du kannst noch den ein oder anderen Schritt machen, gefolgt von den Stöhnen deiner Kameraden, die hinter dir hertrotten, versuchen in deinen Fußspuren zu laufen. Der Schlamm ist wohl ziemlich tief, obwohl es seit Tagen nicht geregnet hat, auch kein Hagel oder sowas, den es gab, aber normalerweise, gut, wir haben Rondra. Es könnte natürlich sein, dass jetzt Donner und Sturm die Monate begleiten, aber der Matsch dürfte unnatürlich sein. Nach grob einer halben Stunde liegst du wohl zwischen 2 Hügelkuppen. Tal ist zu viel gesagt, das ist eher eine Senke. Und du meinst, dass man hier sich geschützt lagern könnte. Es gibt jetzt gar kein richtiges Holz,
das man verbrennen könnte, aber vielleicht mit ein paar abgeknickten Getreidehalmen könnte man, wenn man das denn anzünden wollte, lagern. Ich weise die anderen auf die Kuhle hin. Dort könnten wir Rast machen. Vortrefflich. Denke ich, würde sich anbieten. Wer möchte schlafen? Anders, wer hält wie Wache? Ich halte die erste. Unterstützt dich. Ich werde hier nicht schlafen. Gute Idee, damit ihr morgen völlig kaputt seid. Vielleicht reicht es, wenn ihr euch ausruht, ein wenig hinsetzt. Vielleicht hilft das schon. Wovor fürchtet ihr euch, wenn ihr schlaft? Wir sind doch da, um aufzupassen. Ich mache mittlere Wache. Wenn ihr wollt, Kurian, könnt ihr auch die erste übernehmen. Dann weckt mich zur letzten auf. Vielleicht können wir so. Ihr weckt mich zur letzten auf. Aber ein Vorschlag, vielleicht können wir so Staffelwachen machen, dass jeder überlappend Wache hält. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist sinnvoller, mal zwei Leute zu nehmen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass beide einschlafen. Und normal glaube ich auch nicht, dass hier jeder von uns in der Lage ist, gleich gut zu kämpfen oder sich zu verteidigen. Nichts vor Mut. Nun, ich denke, jeder kann gut verteidigen. Habt ihr jemals jemanden von diesen Leuten hier kämpfen sehen? Ich gehe stark davon aus, dass jeder hier sehr fähig ist. Aber eine Annahme ist doch kein Beweis für nichts. Stimmt, da gebe ich euch recht. Kommen wir zu den Wachen zurück. Wer macht die erste? Kurian, ich denke, ihr wolltet und ihr? Fiona? Könnt ihr kämpfen, Ado? Ja. Gut. Schon. Ich möchte einfach mal in deine Richtung schlagen und gucken, ob du einen Reflex hast. Ja, okay, dann versuchen wir mal. Auf einmal, Pam. Parade? Ja, guck mal, ich treffe. Du hast Schnellziehen, ne? Ich würde einfach eine ich ganze oder Mann. Er? Jonah, hast du Schnellziehen? Ich wollte nicht mit der Waffe, ich wollte ihn schlagen. Ach so, einfach nur schlagen, ja, okay. Ja, als ob ich jetzt mit meiner Streitaxt auf ihn drauf schlage. So. Dann ist es erstmal eine Initiative-Probe, ob du überhaupt reagieren kannst. Aber er rechnet doch nicht damit, oder? Ja, Initiative-Probe, genau. Überraschende Angriff. Intuition, Entschuldigung. Hä? Ja, Entschuldigung, Intuition. So. Ich von dir. Oh, guck mal. Oh. Ei. Ja, ne? Ja, also, Ado, du hast noch nicht mehr realisiert. Plötzlich schnellt dein Kopf nach hinten. Du spürst, dass es warm wird. Deine Nase ist gebrochen und Fionas Arm schnellt zurück. Dann wollte ich ihn nicht schlagen. Ich wollte ihm nicht die Nase zurück. Blut schießt dir in dein Gesicht. Hey, ich würde aufschreien. So langsam. Sekunde. Freunde, muss das wirklich sein? Ich lege eine Hand auf die Schulter, sehr gut.